Moin, schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Heute habe ich ein etwas anderes Projekt vor. Mein Bruder kam bei mir an, der hat sich ein Wohnmobil gekauft und da sitzt der Mülleimer unter der Spüle. Also da ist noch ein Besteckschubkasten und darunter sitzt der Mülleimer. Und das ganze Fach ist schwer zugänglich für andere Sachen, um da Töpfe und Pfannen reinzumachen. Und da hat er nicht gesagt so, oder sich gedacht so, unter dem französischen Bett, da sitzt die Heizung und der ganze Raum ist tot. Also der ist kaum benutzt. Also da ist nur die Heizung drin. Und da hat er sich gedacht, da könnte man eine Klappe machen, die nach vorne klappt, wo der Mülleimer dann zum Vorschein kommt. Das habe ich mir angeguckt und gesagt, ja, müsste man machen können. Also probieren wir aus. Also das heißt, also wenn ich säge, ist die Seitenwand vom Bett natürlich kaputt. Ja, kurze Rede, mein Bruder hat angefangen, was ihr gleich sehen werdet, den Mülleimer mal dahin zu halten, wo er hin soll und diese Seitenwand dann ausgebaut und mir dann gegeben. Und da habe ich jetzt angefangen, mal einen Schnitt zu machen. Nun ist das so, wenn man eine Klappe einsägt und ich das mit meiner großen Säge mache, dann ist das Sägeblatt ja knapp 4 mm, also 3,9 oder irgend sowas. Und das ist natürlich als Spaltmaß viel zu groß. Und da habe ich gesagt, Mensch, du hast doch eine Handkreissäge. Du hast doch eine Handkreissäge mit Akkubetrieb. Mit Akku bedeutet aber, dass diese Sägeblätter sehr, sehr fein sind. Also die sind 2, irgendwas. Und mit der kann man das vielleicht aussägen. Und dann bügel ich da eine Kante rum. Und dann ist so das Spaltmaß eigentlich auch schon wieder perfekt. Und das nehmen wir jetzt mal in Angriff. Ich fange jetzt mal an, diese Seitenwand auszuschneiden. Da kommt so ein U rein, sag ich mal. Und dann kommt da noch ein Scharnier rein und ein Knopf, damit das später auch hält. Und dann wollen wir mal gucken, wie das am Ende aussieht. Vielleicht muss man die Klappe dann später auch zulassen. Aber das glaube ich nicht. Also viel Spaß beim Zuschauen. Und wir sehen uns.
ja, es, der Sägeschnitt von der Säge ist eigentlich perfekt, also wenn man das hier so sieht, also das ist schon sehr, sehr gut. Jetzt habe ich hier einmal Kanten rumgeleimt und eine Anschlagskante gemacht für die Klappe selber. Das wird dann die Klappe, da wo vorne ist, soll vorne sein. Und da schlägt er dann gegen. Das heißt also, so wird dann die Klappe sein und hier unten und im unteren Bereich wird dann das Genie angebracht. Da müssen wir erstmal gucken, wie wir das hinkriegen. Das weiß ich noch nicht. Aber soweit, so schön. Jetzt muss da noch ein Schloss rein und das bohren wir jetzt auch noch rein. Das Ding hier abnehmen, ne? Und dann wollen wir mal gucken, was er springen lässt. Ein Puddel Bier bestimmt.
So, mein Bruder hat das ja schon mal gezeigt. Hier saß der Mülleimer, der ja jetzt hier sitzt. Und versperrt hier alles, was man machen will. Man hat hier ein paar, unten ein paar Töpfe, was man noch erreichen kann. Und das war es dann aber auch schon. Also von der Seite, das ist meckern auf hohem Niveau. Das sagt mein Bruder selber. Also diese Wohnmobile sind schon richtig, richtig gut gebaut. Also da kann man echt kaum Verbesserungen vornehmen. Jetzt haben wir hier das Ding hier hingesetzt. Jetzt ist hier müsste man noch mal ein Band setzen oder sowas, dass er nicht so nach vorne kippt. Ja, und da kommt jetzt ein Müllbeutel rein und dann ist das Ding auch gegessen. Da ja diese Wände hier alle sehr, sehr dünn sind gegenüber der Tür, mussten wir hier ein bisschen aufdoppeln, damit die Schrauben hier vorne nicht durchkommen. Aber ich denke mir, das sollte jetzt funktionieren. Ich hoffe, mein Bruder ist damit auch einverstanden. Wenn er noch was hat, muss er das sagen. Dann kriegt er was an die Ohren. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Also, das war jetzt ein Projekt, das ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Das ist jetzt nicht ein Bauvideo oder CNC oder so. Aber es war interessant, auch hier mal diese ganzen Sachen zu... Das Problem ist ja, dass man, wenn man aus einer ganzen Platte was rausschneidet, dafür habe ich dann ja die Handkreissäge von meinem Bruder bekommen, dann hat man so ein breites Sägeblatt. Und das habe ich ja schon erzählt. Und jetzt ist das eigentlich perfekt, dass der Knopf hier noch nicht so perfekt rauskommt. Das ist aber, denke ich mal, nicht so schlimm, weil mit der Zeit spielt sich das auch ein. Vielleicht mal mit der Kerze ein bisschen da hinten an das Holz ranmachen, dann flutscht das auch ein bisschen besser. Aber ansonsten, gut. Das soll es gewesen sein. Gerne Daumen nach oben und vielleicht sogar ein bisschen abonnieren oder sowas. Hilft mir, kostet euch nichts. Bis zum nächsten Mal. Ciao.